Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und hier ist wieder euer Knochenmark. Ja, ich hoffe, euch geht's da draußen alle gut. Mir geht es super, habe in letzter Zeit wenig Neuigkeiten gegeben, deswegen nutze ich die Zeit heute und möchte ein paar News preisgeben. Und zwar als allererstes, heute ist Tag 334. Ja, in circa 4 Wochen habe ich meinen zweiten Geburtstag. Beziehungsweise werde ich ein Jahr alt. So richtig so. Ja, es ist schön, es ist cool, da freue ich mich drauf. Und ja, welche News gibt es denn am Tag 334 nach meiner Knochenmarktransplantation? Also im Grunde gibt es nur super gute News. Mir geht es wirklich super. Ich habe sozusagen gute Blutwerte. Noch nichts ist perfekt, aber fast der Norm. Die Leukozyten beispielsweise, der Normbereich fängt ab 4,0 an. Ich bin aktuell bei 3,5. Ist aber okay, damit komme ich echt gut durch. Habe wenig Infekte in letzter Zeit gehabt. Hier und da ein bisschen Schnupfen, aber sonst alles okay. Dann gibt es Erythrozyten mit 3,76, der Normalwert ist ab 4,3. Auch vollkommen okay, könnte besser sein natürlich, aber ist im oberen ja, Bereich der unteren Grenzen, sagen wir so. Dann haben wir HB. HB ist echt gut, HB ist wie ein Normalwert, 12,8. Der Normalwert hier gerade hier bei den Laborwerten, der Referenzwert ist ab 11, also 12,8. Es gibt auch andere Laborwerte, da fängt es ab 13 an. Also auf jeden Fall im unteren Grenzbereich noch sehr gut. Und abschließend die Thrombozyten. Wenn ihr auch mein letztes Video schon angeschaut habt, habt ihr zum Beispiel mitbekommen, dass meine Thrombozyten ein bisschen rumgesponnen haben. Die waren teilweise bei 30, wo es ein kurzer Schock, ein kurzer Schrecken war, was aber anscheinend nur eine Fehlmessung war oder irgendwie eine Problematik bei der Messung. Im Endeffekt hat sich das Ganze auch wieder normalisiert, auch mit der ganz normalen Bluterhebung, ganz normal im EDTA-Röhrchen, bin ich jetzt bei 129 wieder hoch. Also ab 130 hier ist wieder der Normalwert. Also bin ich im unteren Grenzbereich der Thrombozyten. Vollkommen okay. Ja, das sind sozusagen meine Blutwerte aktuell. CRP-Wert, also Entzündungswert, ist auch unter 2. Im Grunde ist alles so wunderbar. Es fehlt noch ein bisschen, damit ich wieder im Normalbereich bin. Dementsprechend auch so, dass ich noch weiterhin Medikamente nehmen muss. Ne? Heute ist Dienstag. Weiterhin Medikamente nehmen muss. Ja, es sind immer noch einige, die man nehmen muss. Ich habe immer noch meine Immunsuppressiva, die ich dann nehmen muss. Das sind hier die grauen, großen 200 Milligramm abends und 175 morgens nehme ich. Dann Magnesium nehme ich ganz viel, weil das Sandimmun, was ich jetzt hier nehme, mein Immunsuppressiva, schmeißt ja oder zerstört ja ganz viel Magnesium im Körper. Deswegen müssen wir, die solche Immunsuppressiva nehmen, immer ganz viel Magnesium zu uns führen, zu uns nehmen. Dann nehme ich noch Aciclovir, einmal morgens, einmal abends. Das ist ein Virostatikum gegen Viren. Und Pravastatin gegen Cholesterin, aber im Grunde habe ich keine Cholesterinprobleme. Das ist nur, mein Doktor hat gemeint, das hätte irgendwie einen guten Effekt auf meine Immunzellen. Das würde Immunzellen schützen, so als Nebeneffekt. Deswegen könnte man es gut gebrauchen. Und ich nehme noch Leberschutz, und zwar das heißt Ursofalk. Und davon nehme ich auch morgens, mittags und abends immer eine Tablette. Das sind so im Grunde Medikamente, die ich nehme. Und ab und zu mal nehme ich noch ein bis zweimal in der Woche, also zweimal in der Woche, nehme ich Cotrim Forte, also Kepinol. Das ist ein Antibiotika, den ich nehme, der so meine Atemwege schützen soll, damit da keine Infekte, also gerade auf der Lunge, entstehen können. Aber im Grunde war es das. Es sieht viel aus, wenn man keine Medikamente nimmt, aber wenn man schon seit fast 3 Jahren, so wie ich jetzt, erkrankt ist und alles durchgemacht habe, ich habe schon viel, viel mehr Medikamente genommen, von daher bin ich damit ganz zufrieden, ich kann damit gut leben, bin trotzdem in Verhandlungen mit dem Doktor, dass ich irgendwie ein bisschen Medikamente runterschrauben kann, ist aber irgendwie nicht so sehr einfach, weil er meinte, bis meine Werten, also solange meine Werte noch nicht im Normalbereich sind, will er Medikamente, gerade mit dem Immunsuppressiva, nicht runtergehen, aber das wird noch kommen. Also hat Patienten, bei denen dauert es wirklich 2, 3 Jahre, bis sie im Normalwert sind und erst dann schleicht er langsam aus. Er sagte auch, dass er schon Erfahrung gesammelt hat, dass wenn man zu früh mit dem Immunsuppressiva runtergeht,
dass es auch sehr schnell zum Rezidive kommen kann. Ja, gerade in meinem Fall jetzt als ehemaliger Aplastiker Anämiker sozusagen, ist es bei mir so der Fall, dass man es länger behalten kann. Ich weiß, dass es dann, wenn man Leukämie hatte, bei Krebszellen muss man so schnell wie möglich das Sandimmun wieder absetzen und ausschweifen. Aber ja, das sind so zwei Faktoren. Also wenn du dir das Video gerade anschaust und du hast Leukämie oder hattest und bei dir wurde das viel schneller abgesetzt, ist das ganz normal. Wir wollen, bei Krebspatienten ist es ganz anders. Wer dazu Erfahrung hat, kann gerne in die Kommentare wissen, was dazu beitragen. Ja, was gibt es denn noch sonst Schönes? Haben wir kleine Notizen gemacht, was es noch Schönes gibt, was es noch zu besprechen gibt. Habe ja einige Fragen bekommen in letzter Zeit, da ich mich wenig gemeldet habe. Wie sieht aktuell meine Lebensqualität, ne? Nach fast einem Jahr nach Knochentransplantation, wie geht es mir? Was sind so meine alltäglichen Sachen, die ich so mit eingebaut habe? Also wie gesagt, meine Medikamente sind meine Routine geworden, sind meine Smarties, die sehe ich positiv, damit ich es auch problemlos immer nehmen kann, weil wenn ich immer mit was Negativen assoziieren würde, würde ich sie nie gerne nehmen. Gegebenenfalls würden die auch gar nicht mehr wirken. Anderes Thema. Aber okay, sonst abgesehen davon, was mache ich? Alltäglich, wenn ich dusche, habe ich Duschgel und Shampoo, was sehr pflegend ist. Habe Duschgel, so Öl oder Creme Dusche, je nachdem, davon meine Haut damit geschützt wird. Weil meine Haut einfach tendenziell sehr trocken wirkt und sehr trocken ist. Ja, sonst immer eincremen nach dem Duschen. Das sind so die typischen Sachen, die als Routine geworden sind, die bei mir immer so der Fall sind. Und sonst immer viel Sport treiben. Also ich gehe wirklich jeden Tag raus an die frische Luft, treibe alle 2 Tage Sport, habe hier in der Gegend, wo ich wohne, eine schöne Sportgruppe zusammenbekommen, wo wir immer so 6, 7 Leute sind, die uns 2 bis 3 Mal in der Woche treffen, gemeinsam Sport treiben. Da ich selbst noch Coach bin, leite ich auch die Gruppe an und mache mit denen zusammen Sport, bringe die ein bisschen in die Grenze, treibe selbst auch damit Sport und motiviere mich auch dadurch, selbst wieder aktiv zu werden. Und wir motivieren uns einfach gegenseitig aktiv zu werden, das ist was ganz Schönes. Also an der Stelle, du musst kein Coach sein, aber wenn du irgendwo rausgehen kannst, in einer Gruppe Sport treiben kannst, tue dies. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade für dein Immunsystem zu stärken und eine sehr schöne Sache. Ja, zum Thema. Ja, gerade noch zum Thema Sport noch dazu. Nicht zu vergessen ist, dass wenn ihr Sport treibt oder eine Phase Stress habt, das heißt, ihr arbeitet wieder oder ihr macht irgendwas, wo ihr merkt, das ist gerade eine Belastung für mich. Ganz wichtig ist, dass ihr ein optimales Verhältnis zwischen Belastung und Erholung habt, ne? Das heißt, wir nach Knochentransplantation sind noch nicht 100% fit. Wir sind noch sehr, sagen wir, hier und da fragil. Wir haben das Immunsystem eines Babys. Bei uns müssen die Zellen immer wieder wachsen. Wir brauchen Energie, damit die Zellen wieder wachsen. Das heißt, wenn ihr was tut, wo es belastend ist, gönnt euch danach die Pause. Macht eine Mittagspause, Mittagsschläfchen, schlaft eine Runde. Wenn ihr wieder arbeitet, dann arbeitet lieber halbtags. Oder ihr braucht einfach euren Schlaf. Versucht nicht zu wenig Schlaf zu haben, sondern mehr Schlaf als nötig. Also mindestens 8 Stunden ist bei mir auf jeden Fall so. Das brauche ich immer. Wenn ich Phasen habe, wo ich nur 6 Stunden Schlaf habe, dann merke ich das, dann bin ich extrem müde. Und das merken wir als Patienten, die transplantiert worden sind, viel extremer als normale Menschen, die nicht transplantiert worden sind. Also an der Stelle mein Tipp: Schön immer die Erholung. Ihr könnt eine Belastungsphase haben, ist gut für die Gesundheit, fürs System, damit ihr ein bisschen mit Belastung umgehen kann und ein bisschen stärker wird dadurch. Aber vergiss die Erholung nicht, die ist ganz, ganz wichtig, genauso wie im Sport auch. Ja, sonst würde ich gerne auf eine Frage eingehen, die mir gestellt worden ist letztens. Wie mache ich, um mein Immunsystem zu stärken? Also Immunsystem zu stärken ist eine ganz komplexe Sache, gerade wenn wir transplantiert worden sind. Unsere Zellen sind noch nicht ganz optimal, die wachsen immer noch Zeit für Zeit. Und Immunsystem ist auch am Aufbauen. Wir haben das Immunsystem eines Babys sozusagen. Wir müssen wieder unsere Abwehrkräfte wieder aufbauen. Also gar nicht so einfach. Und das Immunsystem wird im Grunde ganz prägnant durch Ernährung unterstützt und gefördert. Das heißt, schaut, dass ihr nichts entzündungsfördernd zu euch nimmt. Also kein Kuskettin Kohlenhydrate, keine Zucker. Das sind alles Sachen, die das Immunsystem belasten, die den Körper in ein Säuremilieu reinbringen und auch Entzündung fördern, sondern einfach sehr viel Gemüse, sehr viel Ballaststoffe, sehr viel Pflanzliches zu euch nehmen. Viele Vitamine, Mineralien sind ganz wichtig. Proteine, gerade Proteine mit Aminosäuren, die in der Proteine drin sind,
die sind auch Bestandteil des Immunsystems, ganz, ganz wichtig. Also proteinreich ernähren, viele Ballaststoffe, viele Pflanzen, Mineralien, Vitamine. Das ist das, was ganz wichtig ist für ein gutes Immunsystem. Weil dennoch Bewegung. Bewegung ist auch ganz wichtig. Geht raus an die frische Luft jeden Tag, frische Luft. Gehen, spazieren, mal ein bisschen schneller gehen, langsamer gehen. Bring so ein bisschen Intervalle rein, mal schneller, mal langsamer. Geht ein bisschen an die Grenze, Tag für Tag, damit immer Tag für Tag besser wird. Ne? Also früher konnte ich auch nicht joggen, habe mal Knieschmerzen bekommen nach 10 Meter. Heute kann ich problemlos 5 Kilometer wieder joggen, habe keine Schmerzen. Es ist super. Ne? Und ich habe auch ab und zu mal Muskelkater und ich genieße meinen Muskelkater. Es ist wieder ein Zeichen, dass ich wieder lebe und wieder leisten kann. Weil 2 Jahre lang habe ich ja Transfusionen immer bekommen, Bluttransfusionen, und ich konnte einfach keinen Sport treiben. Das war unmöglich. Deswegen heute genieße ich es ohne Ende. Ja, sonst Gedankenhygiene, ganz wichtig. Hab positive Gedanken, denkt an die Zukunft, denkt an das Hier und Jetzt auch, dass ihr jetzt euch gut fühlt. Macht einfach das, worauf ihr Lust habt, worauf ihr einfach Freude habt, damit ihr einfach diese Lebensfreude wieder in euch erweckt. Denn das sind positive Gefühle, positive Energie, die dadurch bildet, wenn ihr das tut, was ihr mocht, was ihr mögt und was ihr liebt. Dann fördert ihr auch eure Gesundheit und euer Immunsystem. Ganz wichtig an der Stelle. Ja, und auch wichtig, tut was mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit Freunden. Bleibt nicht alleine irgendwie zu Hause und isoliert euch, sondern geht raus, macht was mit Menschen zusammen. Ne? Weil Gesundheit wird bekanntlich definiert in 3 Punkte. Erstens soziale Aspekte, soziale Gesundheit. Wir haben die psychische Gesundheit und die physische Gesundheit. Wenn diese 3 Punkte erfüllt sind, dann können wir unsere Gesundheit bestmöglich fördern. Ja, wir sind Menschen, die einfach in einer Gesellschaft mit sehr vielen Menschen sehr gerne leben. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind Rudeltiere sozusagen. Deswegen macht was mit Menschen zusammen. Das tut extrem gut. Das erhöht das Selbstwertgefühl, das ist was super, super Schönes. Und das mache ich jetzt auch immer mehr und mehr. Mit sehr vielen Menschen was zu tun und das macht Spaß ohne Ende. Ja, so viel dazu. Die Neuigkeiten, wie ihr seht, mir geht es super. Ich lebe gut damit, mit meinem neuen Knochenmark, das mir transplantiert worden ist. Ich bin positiv, habe selten Infekte, weil ich halt viel mehr Bewegung treibe, wie eben schon dargestellt. Und ich werde noch ein nächstes Video machen. Das nächste Video wird das Thema behandeln: Sorge. Weil mir auch viele schon geschrieben haben, Marc, ich mache mir sehr viele Sorgen, ich habe Angst etc. Habe im letzten Video schon das Thema Angst angesprochen, aber ich möchte gerne auf das Thema sich Sorgen machen, genauer eingehen und da ein paar Tipps und Tricks geben, wie man sich ja, so wenig wie möglich Sorgen macht und wodurch man sich auch ein bisschen motivieren kann, positiv im Leben zu bleiben. An dieser Stelle wünsche ich euch da draußen nur das Beste. Lasst es euch gut gehen. Hört auf euren Körper, auf euren Herz, tut das, was euch Freude macht. Gerade wenn ihr auch transplantiert worden seid oder wenn ihr auch eine Krankheit habt, hört ganz extrem auf euch. Na, fördert eure Seele, dass eure Seele wieder gesund wird. Na, wir werden oft krank, weil unsere Seele einfach vernachlässigt wird. Also hört auf euren Herzen, hört auf euer Gefühl und tut das, was ihr liebt. An dieser Stelle macht's gut, bis zum nächsten Video. Das war der Knochenmark. Ciao.